Am 10. und 11. November 2018 fand zum ersten Mal in der Geschichte der Pondhockeymeisterschaften ein Qualifikationsturnier in Nordrhein-Westfalen statt für die deutsche Meisterschaften im März 2019 in Mittenwald. Und das am Niederrhein in Grefrath im Eissport- und Eventpark. Für die Niederrheiner ein ungewohntes Bild, da er nur das normale Eishockey kannte bis zu diesem Zeitpunkt. Aber trotzdem meldeten sich einige mutige Vereine und Gruppen zu diesem Turnier und spielten in drei Klassen die begehrten Plätze für die deutsche Meisterschaft in Hobby, Amateure und Profis aus. Alle angetretenen Mannschaften hatten viel Spaß und der Organisator hofft, dass im nächsten Jahr weitere Mannschaften dazukommen, wenn er wieder nach Grefrath kommt. Auch aus den Niederlanden, da es eine offene Meisterschaft ist. Um den Zuschauern schöne und spannende Spiele zu zeigen. Da in NRW Pondhockey nicht so bekannt ist, aber alle Mannschaften sagten schon, dass sie gerne wieder antreten möchten und diese Sportart auch den anderen Eishockeymannschaften bis dahin schmackhaft gemacht haben, die diese Art des Hockey nicht kannten.
Ich hoffe, es hat euch allen Freude gemacht und wir können das jetzt.